Wenn Karl von Puttkamer und seine Ehefrau Uschi Kirchheimer zum alljährlichen Museumstag nach Gnutz rufen, dann können die beiden ziemlich sicher sein, dass es mit der Ruhe in ihrem Idyll sehr bald vorbei sein wird. Sie betreiben nicht etwa ein Museum mit festen Öffnungs- und Schließzeiten. Nein, sie leben in und mit diesem Museum. Und das bedeutet schon Tage vor dem Gnutzer Museumstag organisieren und vorbereiten. Viele der Besucher, die von dem engagierten Ehepaar am letzten Sonntag empfangen wurden, kommen nicht ausschließlich, um zu sehen und zu staunen. Nein, viele wissen auch die knusprig gebratenen Spiegeleier mit Speck, die heiße Bockwurst oder die selbstgebackenen Torten bei einer duftenden Tasse Kaffee sehr wohl zu schätzen. Aber jetzt geht es erst einmal auf Entdeckungsreise. Und glauben Sie mir, selbst wenn man sich hier Stunden und Tage aufhält, man wird immer wieder etwas Neues finden. An Vielfalt der hauptsächlich von Karl von Puttkamer zusammengetragenen Exponate mangelt es wahrlich nicht. Dass der Museumsdirektor an einigen Stellen auch schon mal Hintersinniges deponiert, ist sicher kein Zufall. Hochinteressant war die Herstellung von Glasperlen unter den Augen der Besucher. Hilke Burose aus Großvollstedt beherrscht perfekt das Handwerk des Glasperlenwickelns. Und die Zuschauer staunten nicht schlecht, was aus Murano-Glas, einer heißen Flamme und geschickten Händen in kurzer Zeit entstehen kann. Trotzdem darf an so einem Tag der mittlerweile auch durch einige TV-Sendungen bekannt gewordene Mausefallen-Vortrag nicht fehlen. Also bei 6 ist normalerweise Schluss. Wenn ich jetzt viele Mäuse habe, dann, was wir sehen hier, ist es sehr geschmacklos und wenig künstlerisch durchdacht, die so blockweise aneinander zu setzen. Auch die Mäuse haben ein Anrecht auf Schönheit, gerade in diesem letzten Moment, den sie noch im Leben haben. Es geht hier um Innehalten, Nachdenken und sowas. Und da ist es einfach taktlos, das so wenig schön zu machen. Ich schlage immer vor, einen Winkel zu lassen, vielleicht auch höhenversetzt anzuordnen. Und hier in den freien Platz sollte man eine Blume setzen. Nicht Tagetes, die Totenblume des deutschen Vorgartens, sondern etwas Passendes. Lilien sieht man oft auf Friedhöfen. Hier vorne schlage ich immer eine Kerze vor. Keine Altarkerze, die ist zu hoch, die Mäuse haben kurze Hälse. Das sehen die gar nicht.
bei Konfirmanden auch manchmal so. Ein Teelicht, ja. Teelicht, genau das ist es. Ne? Auf Augenhöhe mit der Maus ein Teelicht. Und wenn man das den Mäusen noch angenehmer machen möchte, diese letzte Minute, die sie haben, ein wenig Musik vom Band. Ich selber habe dann immer Ave Maria in der Fassung von Bach Gounod. Und dann kommt da die Stelle, wo es so geht. La la, da di da, da da da, da da da. Da möchte man dabei sein und mitmachen, so schön ist das da. Dann ist aber jemand auf die Idee gekommen, zu sagen, das wollen wir ändern, damit die Mäuse das etwas besser haben in der letzten Minute ihres Lebens. Gegenläufige Schlingen, face to face heißt das jetzt auf Deutsch. Da können die Mäuse sich in diesen letzten Minuten ihres Lebens nochmal angucken, kurze Gespräche führen, etwa derart, tut dir der Hals auch so weh wie mir, können mit ihren langen spitzen Zungen sich gegenseitig die letzte Träne abwischen. Und damit ist das Sterben der Mäuse humanisiert worden. Auch das gibt es. Zu guter Letzt gab es dennoch ein wenig musikalisches, ja, und so klang der Tag im Knutzer Museum langsam aus. Aus der ursprünglich geplanten Museumsnacht, die um 20 Uhr beginnen sollte, wurde allerdings nichts mehr. Petrus zog es nämlich vor, Gewitter, Hagel und Wind nach Knutz zu schicken, ja, und da blieben die Menschen denn wohl lieber zu Haus, kuschelig in den eigenen vier Wänden.